Hallo Yutabis und herzlich willkommen zur Folge 31 von Starborn Frackin' Universe Staffel 4. Während im Hintergrund Folge 99 der zweiten Staffel hochlädt. Gibt es einen Osterdienstag? Nein, gut. Es ist 8.56 Uhr, die Waschmaschine läuft. Cappuccino habe ich schon einen Intus, einer steht vor mir. Ich werde das Gefühl nicht los, der schmeckt mit Wasser vom Vortag besser. Vielleicht sind doch meine Geschmacksknospen bloß total im Eimer, weil ich so einen Müsli-Joghurt schon habe. Ja, mit den Titanium-Bauern und den ganzen anderen Bauern, schön, dass wir lernen können. Ich habe vorhin mal vor einer Viertelstunde gespielt. Ich war auf dem Mond, habe den Arceus-Buddy gebaut, das sieht man ja auch. Das sieht man nicht, ich habe Kristall-Dingsbums gefunden. Wie viel gab es? Titanium 16, Tanzen 16, na gut, geht besser als nichts. Und, ein Research-Server gebaut da drüben, der Mainframe ist aber nur Deko, schade. Gut, jetzt nicht E-Igen und Tungsten und Iron oder sowas. Titanium oder so habe ich gebraucht dafür. Was denn? Ah, Arceus, wie schön. Ich brauchte für den Arceus Buddy Amundas, den musste ich mir erstmal holen. Und ein paar Kristalle, da hatten wir eine Welt, wo es Kristalle unterirdisch gab. Die nächste Tech-Card wächst schon. So, und das Ding ist, wie gesagt, nichts, ne? Ich kann hier auch nichts machen, hier ist nichts zu machen oder sonst irgendwas. Schade drum. Ja, schön, später. Und jetzt weiter überlegen. Wir haben ja unsere hübschen Geräte, die wir hier verteilen wollten. Wir wissen noch nicht ganz wie und warum. Meta-Assembler, Nano-Fabricator brauchen wir auf jeden Fall. Engineers. Gab es irgendwas anderes, das wir noch bauen mussten unbedingt? Im Moment nicht. Tekken Desk. Könnten wir auch mal machen, aber eigentlich wo? Obwohl, wollen wir so einen kompletten Raum hier reinsetzen? Wäre nicht schlecht. Weiß gar nicht, ob es geht. Crystal Workbench machen wir jetzt bestimmt nicht. Hound, Simicon, Lepidot, nein. Medieval, nein. Pixel-Kompressor. Scheiß drauf machen. Pixel-Printer, was kostet mich der? 20 Titanium, eine Batterie und Silikonwort. Das ist jetzt nicht so teuer, dass wir das nicht machen könnten. Nein, das ist gegen Design-Lab. Daher. Gib mir mal kurz 3 Silikonworts. Ich hole mal eine Batterie oder 2 oder 3. Gerne auch ein paar mehr. Da müssen wir mal kurz zum Außenposten. Habe ich nicht vorbereitet, aber ich wollte es nochmal schauen. Weil Pixel-Printer für Hintergrund und, ne, ja, wisst schon, Deko. Wir wollen ja schließlich heute einen Raum gestalten, den wir das letzte Mal gebaut haben. Respektive das letzte Mal haben 3 Räume gebaut. Nee, oder haben wir den innen erst später? Ne, wir hatten eine überlange Folge. Jetzt weiß ich es wieder. Können wir gleich mal gucken, wie lang ist die? 1,71 Gigabyte, also eine Stunde. 1,7 Gigabyte für 16 Minuten, nicht schlecht. Und das hat sich schon mal totgeladen. Tungsten bauen kann ich hier kaufen mittlerweile, ne? Schön zu wissen. Jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Achso, wir haben ja Prototype, können wir jetzt neu bauen. Ich glaube nämlich, das liegt an unserer Stufe, was wir hier bauen können. Jetzt gehen wir mal gucken. Ja, ich mache die Tech auch noch, keine Sorgen. Irgendwann. Tungsten, Iron, Gold, ja, mehr können wir noch nicht. Ja, Moment. Gott sei Dank, hier gibt es was, was wir nicht gescannt haben. Frechheit. Was gibt's hier? Magma-Bett? Nee, Magma-Kabinett, da war ich unterirdisch, hab auf dem Mond übrigens. Oh, Magma-Statue, hübsch. Vielleicht später. Ah, die ganzen Dinger können wir woanders kaufen, nehme ich an. Und wenn ihr ist mir auch egal. Ja. Wir könnten übrigens am Außenposten ja auch ein paar Design-Infos und so. Nee, sieht scheiße aus. Obwohl so ein paar Rohre irgendwo in dem Raum wäre auch mal nicht schlecht. Ich brauche Batterie. Gehen wir gleich mal mehrere her. Was war im Hammer? So, und die Eier haben auch. Die müssten jetzt alle geschlüpft sein, wenn ich mir irre. Das ist die wichtigsten. Das war hier drüben. Wir müssen eh da lang. Und dann können wir schon mal so gucken, wie es weitergeht. Random Samples hatten wir so jetzt schon? Ich glaube schon. 1, 2, 3, 4 hatten wir bestimmt alle schon. Bis auf das normale Verflow. Arceus Mushi, Healing Mushi, Poison. Interessiert mich alles herzlich wenig. Brauche ich einen extra Raum für, ne? Da müssten wir so eine 3x3 Halle nehmen, nur für die Viecher oder so. Was wir machen könnten, ne? Das ist eine riesen Raumstation, aber kommt schon noch. Eins nach dem anderen. Zurück nach Xane Prime. Ja. Ich finde den Namen auch so toll. Xane Prime. Knusper ich jetzt nebenbei noch ein gekochtes Ei? Es war ja schließlich Ostern. Irgendwann einmal für euch. Damals war es, als Corona uns noch alle zu Hause einsperrte. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir das zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge so viel anders haben. Ich krieg kein Geschenk, egal wie oft ich da runtergehe. Allerdings gehen wir mal da runter. Ja, es sind ein paar. Und schon wieder Eier, müssen wir fangen. Scorch Core, Kryonik, irgendwas. Danke, danke, danke. Oh, plus nur 60.
Muss ich doch mal Futter produzieren ein bisschen. Gibt es keine Futterpflanze, sag mal? Nee, gab's nicht. Ne? Ich glaube nicht. Warum eigentlich nicht? Berechtigte Frage, wie ich finde. Kettelfeed, was fehlt uns jetzt wieder? Korn. Dann ernten wir halt mal welchen. Na, seht ihr? Ich sag doch, geht alles, wenn man will. Die alte Korn. Könnte ich auch hier machen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich finde es schön, dass bis zum hintersten Tropfen da. Häng doch nie wegen einem Stück Kaffee, meine Fresse. Ich werde Latte Macchiato immer einen Raum machen, in dem nur Latte Macchiato und sowas wächst. Ja, wenn man das machen kann, macht man das so. Was denn sonst? So, brauchen wir so viel? Ach, egal, wir machen es. Nicht so weit, bitte, danke. Wir müssen sie auch nicht übertreiben. Und nun gib mir mal das Kettelfeed her. Kann ich nie. Schade. Schade, schade, schade. Man kann halt offenbar nicht alles haben. Vielleicht bräuchte ich dafür 100 das Deck oder so. Heißt da gar runter damit. Nicht wieder die Knochen brechen auf dem Weg dahin. Was heißt hier wieder? An Geld mangelt uns ja in nächster Zeit nicht. Die Dinger habe ich auch schon irgendwo hingestellt. Oh, nicht gleich so viel. So langsam müssten wir über die Idee mit den Watchers und Electronic nachdenken. Wir haben, Repeater haben wir schon für den Strom. Für den Wire. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, zeige ich euch nachher den grünen Punkt an der Decke, wo der Strom transferiert wird. Kann man nicht übersehen. Ihr dachtet, ich verkaufe jetzt die Miracle Seeds auch nochmal. Ihr seid so rücksichtslos zu mir, Utabis. Warum denkt ihr immer nur das Schlimme? Ich verstehe euch nicht. Was habt ihr gegen mich? 5 Eier, meine Fresse, die Viecher sind ja wirklich. Gut, wir wollten den Pixelprinter. Unter anderem. Titanium 19, geht klar, machen wir. Die lange Fackeln hernehmen. 599 Eisen, ja, ich glaube, das reicht langsam. Wisst ihr was, wir nehmen jetzt alle mit, fertig. Iridium nicht ausbauen, jetzt eh nichts, Silber, her damit. Cesium. Telebrium haben wir eh noch nicht genug. Und noch irgendwas Wichtiges hier? Ein Diamant? Nein. Noch ein bisschen Erz? Nein. Tele interessiert mich jetzt gar nicht. Das ganze tonnenweise Erz brauchen wir auch noch. Pixelprinter. Dankeschön. Plating Table haben wir auch noch nicht. Für die Deko. Machen wir gleich mal. Refinery brauchen wir eigentlich nicht. Wirklich. Ich meine, vielleicht leert es uns irgendwas, ne? Aber. Kohl und Campfire. Ja gut, das kriegen wir vielleicht noch hin. Gib mir aber kurz 10 Stück Kohle. Immer aufpassen, dass die auch wirklich im Inventar landen. Man weiß hier ja nie. So, haben wir das auch gelernt. Dankeschön. Was brauchen wir hier eigentlich? Durastahl, ich hasse euch. Und Silikon. Haben wir Durastahl? Ich glaube nicht. Weapon Fusion, das sehen wir jetzt nicht. Generous da auch nicht. Toymakers Table war auch irgendwas anderes. Was habe ich gesagt? Da war doch irgendwas noch was. Nee, das nicht. Warum war das nicht? Timon, ja, dann können wir das nochmal nebenbei machen. Emporium, was brauchst du? Glas, ja, von mir aus. Ich will jetzt auch keine Panels bauen. Das ist gar nicht. Painting-Easel. Okay, haben wir zwei Canvas irgendwo rumliegen? Wenn ich stellen wir uns mal kurz her. Was so schwer nicht sein kann. Zack, Gold und Titan. Sonst wird es nicht hängen. Womit ich der Überlegung nahe bin, will ich da wirklich einen Grabber und so, weil. Essenz? 160, immer noch nicht genug. Für eine Stufe 4 Pflanze. Und höher geht es ja, glaube ich, gar nicht, oder? Wir werden mal sehen, wenn wir da sind. Und wo waren. Ah, da oben war Silk und Zeugs. Dann, guck mal, hey, ich brauche nämlich Canvas. Dafür braucht man. Nein, doch nicht so weit runter. Hier können wir die Näherei einbauen, da unten. Wenn wir das umgestalten. Ja, mal gucken. Oder hier oben irgendwo ein paar Mannequins im Durchgang. Das geht immer. Platz ist ja. Haben wir King of Bongo Bong. Ja, das geschulte Auge sieht, dass ich hier ein paar Treppen eingefügt habe. Für Deko. Entschuldigung. Noch mehr Essence kann man immer gebrauchen. Und jetzt bitte gleich mal den großen Stack. Ja, ich brauche mehr. 400? Gib mir die 400. Das waren 40 und keine 400. Ich brauche 1000 ein paar zerquetscht, also brauche ich noch jede Menge mehr. Geil. Zwei Module, sehr schön. Das werden mehr.
ernten und da unten müssen wir hin. Ist vielleicht auch ein bisschen eng hier. Fällt mir gerade so auf. Zack. Canvas braucht Cotton Wool. Oh, na ja, gut. Eindeutig das Falsche in der Tasche. Haben wir nicht noch... Nein, jetzt nicht, geh weg. Haben wir nicht. Cotton Wool. Falsche Kiste. Ja. Haben wir noch ein bisschen was. Dankeschön. Canvas offenbar nicht. Könnten aber gleich mal eine Canvas-Pflanze. Ihr wisst schon. Wofür habe ich das jetzt gebraucht? Habe ich schon mal vergessen. Egal. Erstmal gucken. Nein, geht klar. Hat es ja nicht. Wofür? Was wollte ich? Also Boost Kit war es nicht, da war ich mir ziemlich sicher. Painting Easel. Weil ich den noch nie gemacht habe. Meines Wissens. Oder ich habe vergessen, wofür der gut ist. Das kann auch sein. So, erstmal hier hin, vor das offene Fenster. Was in der Raumstation immer etwas unpraktisch ist, denke ich mal. Das ist alles so kitchenmäßiger Blödsinn, den brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall wieder. Tony und Silmini. Lab-Set wie Fütsch können wir irgendwo hinstellen. Das ist auch wieder Irrsinn. Der mich nicht interessiert. Zeig mal her. Painting. Aha. Gut. Schön zu wissen. Können wir also buchstäblich malen. Wer hätte es gedacht? Atomic Furnace, Nanofabricator brauchen wir jetzt alles nicht. Armory. Gut. Die müssen wir alles noch irgendwo hin. Und dann holen wir die mal kurz wieder ab hier. Ich glaube, das ist eh nichts. Pixelprinter. Na Quatsch, den hätten wir stehen lassen im Metasender. In den Gerätschaften gibt es ja schließlich auch immer irgendwas, was wir brauchen. Batterien können wir jetzt eh keine, da brauchen wir mehr Ressourcen von allem. So, Advanced Xenolab braucht... Oh Gott, ich hasse euch. AI Research Chip, kommen wir auch im Leben nicht hin. AI Chip braucht... Morphid hat sich erledigt. Ihr braucht Advanced Alloy, das ist glaube ich auch ein bisschen zu teuer. Aber egal, wir haben ja normale. Hinten haben wir drei hier schon rumstehen mittlerweile. Upgrade Table, Personal Computer haben wir. Telebrium bauen haben wir. Advanced Circuits haben wir, glaube ich, keiner Vorrat. Wäre aber kein Problem. Schnell 1, 2 zu machen. Wenn wir nicht noch 1 mehr Vorrat haben. Was wir mit Sicherheit nicht haben. Ich weiß, da oben gibt es Assets. Ich bin nicht blind, YouTubers. Gehen wir kurz das hier her und aus dem. Achso, den Toxic Base Klammer mitnehmen, da kriegen wir nämlich Uran raus. Ja, das ist schon ganz praktisch so. 80, na besser als nichts. Schneiderbälle. Und Silikonboard braucht noch. 2, zack. Und dann können wir nicht mehr. Circuit, dankeschön. Damit konnten wir wieder irgendwas anderes, von dem ich vergessen habe, was es war. Was waren wollten wir gerade? Upgrade Table, richtig. Da brauchen wir jetzt noch Telebrium. Haben wir gerade eben gebaut? Egal. Telebrium Barren brauchen wir. 3 und ein Upgrade Modul, geht klar. 1, 2, 3. Ist ein bisschen teuer, aber hey, wir haben noch ein Modul. Davon bräuchten wir 10, um ein Pflänzchen zu machen, nehme ich an. Ne? So, einen Mist haben wir noch. Upgrade Table haben wir noch nicht. Jetzt haben wir ihn. So. Cloning Lab. Haben wir das nicht schon mal gebaut? Wieso haben wir kein Dirt? Gensequenzer braucht ein Advanced. Ich hasse euch. Mach einfach fertig. Wir brauchen sie sowieso die ganze Zeit. Gut, dass ich gleich noch Graphen mehr genommen habe, als wir brauchten. Jetzt haben wir nämlich keins mehr, ne? Ja. Hier hin. Ne, den Capture-Pod war es nicht. Chip-Component war es auch nicht. Gensequenzer. Dann würde ich herstellen können. Künstlich Mac-Part-Crafting-Table. Noch ein Modul. Oh Gott, ich hasse euch. Chip-Component ist ja noch immer machen, zum Spaß und der Freude. Das nicht mehr. Bounty Board und ziemlich jetzt nicht. Capture Board, nein. Elektrodenmikroskop. Oh, Durastahlbahn. Dem Preis nach ist das etwas, das wir brauchen könnten. Also Graphen und zwei Durastahlbahnen. Von denen wir nicht sehr viel. Na super. Ja, später einmal, Utabis, später einmal. Wir bauen gleich den Raum aus, keine Sorge. Da kommen wir noch dazu. Mac Repair Pod, interessiert mich jetzt auch die Power Core. Kriegen wir uns alles noch schnell hin, aber nee. Insta freut mich alles gar nicht. Person Computer haben wir, Research Server. Kostet uns Material, ein Schild, genau. Tech Konsole ist ziemlich uninteressant. Achso, was gab's hier noch? Ja, machen wir auch mal eine, weil brauchen wir eh.
Damit wir mal ein bisschen Platz haben für unsere scheiß Gene hier. Nee. Viva Controller, auch interessant. Wir haben auf die Foldchip, ne? Könnte uns also vollkommen egal sein. Dass sie durchgehen und die Terraformer in nächster Zeit nicht brauchen. So, und jetzt können wir das hier mitnehmen. Vielleicht machen wir hier einen Seedraum draus exklusiv. So. Wir brauchen noch mehr Ressourcen. Da, 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 da. Ganz viel mehr Ressourcen. Da, 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 da. Da gab es Liquid Aqueous Fuel. Ja, lass mich raus, ja. Durch, wie auch immer. Von Advanced Plastik. Ich müsste 4 von den Dingern nur mit Mais. Kaum haben wir die Advanced-Dinger, kommt auch wesentlich mehr raus. Und Advanced Plastik. Haben wir nicht genug, weil Schwefel fehlt. Natürlich, den haben wir ja vorhin abgelegt. Aber warum sollte man die auch 200-300 im Inventar einfach behalten, ne? Wäre ja vollkommen irrsinnig, so eine blödsinnige Idee. Oh, 700 Plastik können wir jetzt damit herstellen sofort. Zack. Zum Enterhaken ist immer noch eine lustige Lösung. Und ja, 700 meinte ich mit der Anzahl gesamt an Schwefel. So. Ein bisschen Zucker und Zeugs, was wir später wieder verkaufen können. Ein bisschen Kaffee unterwegs. Hier ist nichts drin. Was ist hier drin? Nichts. Wieso ist hier nichts drin? Haben wir schon längst wieder was abgebaut? Nein. Achso, du kannst mal Helium verarbeiten, jetzt wo wir was haben. Du machst sogar was draus, wie man sagt. Oh, Telebrium-Kristalle. Sehr schön. Guck mal, hast du mehr Helium. Ist das nicht schön? Aus Helium kommt Wasserstoff raus. Wie ist das schön? Deuterium kann man immer gebrauchen. Ich will den scheiß Fusionsreaktor. Aber da braucht er wieder 12 Millionen Ressourcen. Solarium, Ferrozium und Zeugs muss man noch besorgen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Müsst ihr mir nicht sagen. Weiß ich auch so. So, jetzt haben wir genug von dem hier versüfften Zeugs, wo Uran rauskommt. Viel Spaß. Aqueous Fuel kann man nie genug haben. So, liebe Freunde. Blöcke zum Bauen. Was nehmen wir für den Hintergrund? Achso, den Pixelprinter können wir auch immer hinstellen. Irgendwo. Upgrade Table interessiert mich jetzt herzlich wenig. Ist auch nicht. Da ist der Pixel von da. Die Lampen werden wir auch noch rausnehmen aus dem Raum, weil sie sehen doof aus. Ich habe schon so viel gebaut, ich bin mal dort. Erstmal eine Tür hier wäre nicht schlecht. Gefängnistürmäßig. Oder hier, das ist unser Bereich und da hinten dann. Obwohl, jetzt haben wir den Residential Shaft, wenn ich den umstelle. Gut, ich könnte daraus Einzelzellen für die Tiere machen und so, aber. Das geht immer, ne? Könnte man so eine machen. Iron Bar draus sieht aber auch nicht schlecht aus. Modern Sliding Doors, aber die sind nicht automatisch. Hm. Ich meine, das sind ja unsere Schiffe, ne? Also Station Large Door. Oho, ich kann die selber machen, wie schön. Mal gleich mal ein paar davon. Tja, ich gucke da jetzt nie auf die Pixel. So weit ist es noch nicht im Rector. Trink hier einen Chip dort, sagen wir ja. Nee. Lass mal gut sein. Haben wir irgendeine interessante Beleuchtung? Security-Kameras? Können wir mal eins bauen? Spaß nach vorne. Irgendwo hinstellen. Schiffslichter brauchen wir jetzt nicht. Die sehen zum Kotzen aus, finde ich. Ich weiß auch nicht wieso. Nee. Nee. Die gehen eigentlich immer. Und überall vor allen Dingen. Schiss. Nee, das sicherlich nicht. Power sein, nett. Mhm. Könnten wir eigentlich über die Maschinen machen, ne, wenn wir mehr Platz haben. Also den
sowas jetzt, zum Beispiel Powder-Sifter, wenn der an ist, zack, wenn nicht, dann weiß gar nicht, wie so funktioniert. Müsste man einen Sensor einbauen, oder Spotlights haben wir, können wir bauen. Die können wir aber noch billiger kaufen, auch nicht schlecht. Brauchen wir keine Ressourcen verschwenden, nein. Schädigte Lampen will ich sowieso nicht haben. Cheap Light klingt gut, aber nein. Den kann man immer gebrauchen. Warum nicht jetzt? Meine Waschmaschine schleudert. Offenbar zu hoch. Egal. Ja, Badezimmer können wir auch noch bauen. Bauen wir da unten dann einen beim Hotelbereich. Und mein eigenes Schlafzimmer auch, fällt mir gerade nur so ein. Womit wir dann erstmal die Frage stellen. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal hier Hintergrund und so. Etwas, das schön aussieht, vorzugsweise. Also, wir haben unser Outpost. Wir gehen mal kurz Outpost ein. Thick Wall Concrete. Wird alles Concrete oder Wurst? Geht mich mal. Wie stelle ich den Concrete her? Aus Clay und Sand, na klar. Suche ich jetzt erstmal nicht. Sorry. Red Metal Trim. Hätte ja was, aber ich glaube nicht für den Raum. Birch Plank. Wäre auch ganz interessant. Ich habe mir überlegt, so fürs Dingsbums hier könnte man dann einen Holzhintergrund nehmen, ne? Fürs Gewächshaus. Oder hier so ein Fenster, ne? Wie viel bräuchte ich denn davon? Ich habe keine Ahnung. Mal noch 50. So, und ja, 50 mal 20 ist mir schon klar. So, Dark Baseboard. Zum Drumherum. Das wollten wir zwar nicht machen, den Raum, aber wenn wir schon dabei sind. Dark Metal Support. Wollen wir mal kurz sehen. Dark Metal Beam. Da machen wir sogar noch mehr draus. Weil die Dinger könnten wir hier buchstäblich rausreißen und durch andere setzen. Erstmal überlegen wir uns, wo wir die Maschinen hinsetzen, so dass es halbwegs schön aussieht und wir noch was machen können. Kiesbilder sehe ich nicht. Die brauchen. Haben wir eigentlich noch genug Timber? Jetzt auf jeden Fall. So, wo hatten wir die Dinger jetzt hier? Die fancy Dingsbums. Wir kommen noch raus. 25, verstehe. Zack. So. Dann sollten wir für eine Weile genug haben. Glasblöcke haben wir, Goldblöcke haben wir sowieso. Goldplattform haben wir keine, wäre auch ganz hübsch. Greenhouse Wall. Ah, brauchen wir Funkeleiker. Kriegen wir ja, ist ja nicht das Problem, aber trotzdem. Als Hintergrund vielleicht oder so, mal gucken. Aha. Ist ein bisschen teuer, obwohl es cool aussieht. Der Glitch Hive, Honey Material, nein. Eisenblöcke sollten wir noch ein paar haben. Kann man trotzdem noch ein paar machen. Iron Grating sehe natürlich etwas merkwürdig aus. Könnte man höchstens so irgendwo hier in der Mitte, wo es nicht auffällt. Oh, jetzt muss ich die Dinger hier auch nochmal rausreißen. Lab Pipe. Will ich jetzt nicht unbedingt machen. Lab Screen könnte es sein. Macht mir mal 30er Stack, danke. Was wollten wir schon wieder? Ja, ich esse ja was. Ist gut. Dankeschön, gibt Ruhe. Light Bridge Block. Pff, nee. Light Metal haben wir sogar noch ein bisschen was auf Vorrat, nehme ich an. Die hier, 855, ja. Könnten wir Seeler Zeit nehmen, wenn wir das wollen. Aber das sind die, die schon drinnen waren und die sehen halt irgendwie doof aus. Die müsste man extrem beleuchten, dass sie schöner sehen. Die Luna Blocks sehen nie schöner, egal was ich mache. Komm, wir werden was gemacht. Fertig. Nein, Metallic Slab, was bist du für einer? Nein, schon gar nicht, wenn du aus Titanen stehst. Mirror Block haben wir noch. Neon Tubing. Nein. Ornate Blabla. Plastik braucht Tungsten Advanced Plastik. Sehr cool aus, aber ist teuer.
Haben wir im Moment noch nicht die Vorräte. Vielleicht ein andermal. Ja, wir können es ja jederzeit ändern, ne? Tanksten brauchen wir so viel nicht mehr und kriegen wir genug. Plasteel Wall. Pretty awesome, ja, dann macht man 10 davon. Gleich werde ich es bereuen. Plutoniumslevel wäre auch interessant. Nee, aber davon haben wir leider nicht so viel. Apropos, hätte man eine Plutoniumpflanze machen können? Nee, ne? Nee, nicht von zweien, die wir immer noch mit haben. Fälschlicherweise. Rusty Metal geht immer, aber nein. Nee, Chip Support, Silberblöcke. Machen wir 10. Überlegen wir uns später. Silberne Schraube. Weil für die Maschinen können wir auch die entsprechenden Dinger machen, ne? Sloped Heavy Pipe. Das ist natürlich mal was anderes mit Sloped. Sloped Tinted Glass auf jeden Fall. Mal gleich mal ein Stack. Smooth Metal. Haben wir mehr als genug von, oder? Nee. Das ist Light Metal. Dann nehmen wir davon mal ein bisschen was. Das sieht nämlich besser aus. Und heller, glaube ich. Brauchen wir davon was? Als Deko? Craften, fertig. Die Pommes nicht. Sehen höchstens draußen schön aus, aber draußen kann ich nicht arbeiten. Dummerweise. Tech Panel. Was kann Mensch? Tech Plattform? Was kann Mensch? Titanium Panel. Sehen zwar bestimmt schön aus, aber nee. Ist jetzt gerade etwas übertrieben. Treasure Hoard. Ja, ist jetzt wirklich übertrieben, in die Wände Geldschätze oder so verstecken. Und ja, keiner mehr. Also, wir haben genug. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir die ganzen Maschinen hinbauen. Welche brauchen wir denn? Also, Armory könnte hier mit rein. Und Nanofabricator und Incinerator. Oder wir machen, warte mal. Wir wissen noch gar nicht, was wir machen. Und dann wäre hier Power Station, Incinerator. Nee, Lab nicht. Lab kommt hier rüber. Also Lab, Xeno Research und Greenhouse. Das könnte ein eigenes Labor sein. Oder auf einer Reihe. Das können wir auch machen. Dann hätten wir das. Armory, Nanofabricator, Atomic Furnace auf einer Reihe. Power Station, Incinerator und... Ne, Gegensequenzer kommen ins Lab. Fertig. Chip Component nicht, Engineering Bench nicht. Forge wäre mit hier oder hier? Forge wäre hier drüben mit, nehme ich an. Ja, wegen Rüstung. Meta Assembler käme hier mit auf einer Reihe. Das kommt zum Genzeugs. Chip Component interessiert mich jetzt nicht. Upgrade Table auch nicht unbedingt, aber egal. Pixel Kompressor und Pixel Printer kommen nebeneinander. Und hier kommt gleich mal eine Tür, dankeschön. Was auch immer hier wieder drin war. Gib mir mal so eine Tür. Oh ja. Brauchen viel mehr von diesen Türen. Können wir die Batterie wegnehmen. Nebenbei ein bisschen ernten gehen. Ich weiß, das war nicht beabsichtigt. Wir kommen noch zum Bauen, keine Sorge. Wir kommen schon noch dazu. Deswegen den Raum werden wir komplett manuell gestalten. Am Ende der Folge haben wir dann unsere 1000 und was um die Ethereum Ancient Essence. Wie komme ich immer auf Ethereum? Weil ich sie da rausgeholt habe, ne? Haben wir sie noch nicht gescannt? Nein, gut. Ich frage ja nur. Was wollte ich jetzt? Warum bin ich hier rübergegangen? Keine Ahnung. Achso, was haben wir eigentlich noch was unbedingt mit? Schneiderei. Upgrade Table und die. Das kommt dann damit hin, das kommt damit hin, das ist ein neuer Raum, den machen wir woanders. Chip Component kriegt einen eigenen Raum. Achso, wir sollten jetzt gucken, ob wir die Tür noch hinmachen, ne? Zack. Ich liebe Automatik. Automatik ist toll. Die Pflanzen werden wir auch noch umsortieren. Also Meta Assembler, Incinerator und Power Station müssen auf einer Reihe, vorzugsweise, weil es die schweren Anlagen in Anführungszeichen sind. Lassen wir uns noch was zu einfallen. Gucken wir kurz hier rein. Dankeschön. Her mit die Rattaten. Oh, wie schön. Scheiß drauf, bleibt da drin. Kommt eh gleich noch einer zu. Jetzt können wir mal alles ernten hier, dankeschön. Das meine ich mit, sobald man Lava hat, geht das alles viel, viel schneller. Zack, zack. Wie sagte ich gerade eben noch? Jetzt fehlt hier ein Übertragebutton oder so. Zack, bleib dran. Also. Erstmal die Lichter raus. Die nerven mich jetzt schon. Zweitens. Wollen wir die Anlagen direkt auf den Fußboden stellen oder machen wir dafür eine Plattform, eine schöne? Wir wissen ja noch nicht, was da drunter kommt. Logischerweise. Hier ist einer frei. Dann müsste hier irgendwas, wo ein Gang ist oder ein Dreier.
Wir gucken mal kurz. Wir gucken von da drüben, damit es für die Optik und so meine Augen. Achso, hier ist ja noch einer. Aufzuholen, danke. So, hier kann nichts, also könnten wir hier einen, der von hier nach rechts geht. Was auch immer das für einer wäre. Das wäre eine Option. Long runter geht auch, wäre aber Blödsinn. Das wäre eine Option. Braucht aber auch kein Mensch. Falscher Anschluss, ist mir schon klar. Wenn wir hier eine Corner nehmen, dann könnten wir einen nehmen. Oder wir machen eine Junction so, fertig. Und schon haben wir einen Raum gebaut. Bau. Ich wollte zwar nicht unbedingt runterfallen, aber egal. Jetzt könnten wir hier einen, der nach rüben geht und... Oh Gott, jetzt sind wir natürlich ein bisschen sehr weit rüben. Ja, komm her, ich muss hoch. Ich hab gesagt, ich muss hoch. Oh, jetzt hängt das wieder an irgendwas. Hier müssen wir kurz runter. Also. Hier ist einer, der frei ist. Und dann müssen wir da hinten wieder verbinden. Was könnten wir hier bauen? Erstmal gar nicht. Wir haben nicht genug Materialien für gar nichts. Werden wir gleich nachholen. Sollte hier nicht das ganz große Problem sein. Copperwire, haben wir hier noch welche drin? Erstmal gucken. Haben wir nicht. Aber Glas jede Menge interessant. Und was ist das hier? Obolkristall. Ich frage gar nicht erst, woher. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. So, jetzt brauchen wir natürlich unseren... Stimme Copperwire im Electronics, nee, im Meta Assembler. Ja, wo ist er? Da mal, Meta Assembler. Ich brauche mal kurz mal Copperwire. Wenn ich sage ein paar, meine ich, gib her. Okay, vielleicht nicht ganz so viele. Dankeschön. So, und jetzt wieder hier rüber. Wie lange haben wir da? 829 Essence, dankeschön. So, das T-Junction ist jetzt totaler Blödsinn. Das wäre eine Option. Von links nach rechts und dann in den Raum rüber. Weil hier können wir ja keinen Raum direkt durchgehen machen. Hier haben wir nicht den Durchgang nach... Oh, Moment, wieso nicht? Hier haben wir noch einen. Wir könnten direkt drunter einen machen, oder? Weil... Hier nach links. Wieso nach oben? Genau den bauen wir doch nach unten. Oder wollt ihr den jetzt nach links bauen? Was brauchst du noch? Ein bisschen Titanium. Könnte noch ein bisschen warten, aber nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den hätten bauen können müssen. Ich bin etwas verwirrt. Warum willst du den hier nicht bauen? A large resonant blocks existing part. Ach, du machst ihn oben drüber, aber dann müssten wir den ja hier bauen können. Sehe ich das richtig? Long Vertical Shaft war es nicht, sondern Large Green. Nee. No Valid Anchor. Das kann doch nicht sein. Dann wäre hier der rote. Achso, den roten gibt es offiziell gar nicht. Deshalb. Rot heißt, da ist gar keiner eigentlich. Dankeschön. Dann müssten wir den dann weiter drüben bauen. Egal. Okay, was haben wir noch zur Auswahl? Das Blödsinn, das Blödsinn, das Blödsinn. Das ist sowieso Blödsinn, weil Blöcks. Sinnlose Ecken will ich jetzt auch nicht machen. Das geht leider überhaupt gar nicht. Large Greenhouse ist total übertrieben. Greenhouse. Oh, Large Greenhouse wollen wir noch sein, ne? Ja, ja, ist schon klar. Wegen links dem. Also, T-Junctions gehen immer. Cross-Junctions. Also im Grunde bleibt mir gar nicht anders mehr übrig, ne? Das ist das Problem mit diesen Dingern. Man sollte einfach erstmal in die Länge bauen und dann irgendwann sich überlegen, wie es weitergeht. So, wenn ich den mache, können wir aber nach unten nehmen. Was jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof wäre, aber da ja auch noch was bauen. Oder wir machen hier den Durchgang, dann hinten wieder. Können es auch so machen. Der eine führt nach unten, der andere da lang, ist aber Blödsinn. Oder so. Wer hier, aber wer hier will, kann auch schnell so rum. Dann wäre es so rum sinnvoller, ne? Das machen wir jetzt halt besser. Ob sich das gelohnt hat oder nicht, das sehen wir ein andermal. Was hatte ich nochmal gesagt? Wir sollen uns mehr Zeit lassen dafür. Zu weit, ne? Sieht jedenfalls albern aus. Egal. So. Und natürlich unseren Standard. Dum, 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 dum. Und da drüben gehört das dann auch noch hin. Können wir mal ein andermal machen. Ja, ich betone ein andermal. Dankeschön. Ich will nämlich hier hoch. Und wir brauchen Tungstenplattformen, die gehen uns gerade aus. Können wir noch einen anderen Hintergrund machen bei Gelegenheit.
auch ein bisschen albern aus, aber okay. Wir kommen genau nicht hoch. Müssten wir mal die hier kurz ersetzen, denn die sehen erst recht beschadet aus. Schön, dass man die Außenwand auf jeden Fall nicht abbauen kann. Sehr sympathisch. Du kommst auch mal weg. Du sowieso. Bis ich mir überlegt habe, was wir hier machen. Muss so gehen. Fertig. Beleuchtung sind wir hier vorne und das Wachsen einfach machen. Sehr gut. Je mehr, desto besser. Wir brauchen dringend noch ein paar mehr von der Sorte. Ah, die Lichter sind aus, wenn man die warm will, auch nicht schlecht. Zack, zack, zack. Der kleine Raum hat uns gerade eine Menge Ressourcen gefressen, nur mal so nebenbei. Ich brauche also noch ein bisschen Titan von der höchsten Sorte. Das heißt, wir werden gleich wieder Essence opfern. Befürchte ich. Nee, erstmal die andere Pflanze. Erstmal die Essence-Pflanzen jetzt hier. Was da? Dann steigt nämlich drastisch die Chance, dass wir noch mehr kriegen. Noch mehr. Ich brauche mehr von allem. Von allem. Ach ja, komm, komm mal. Wir brauchen ja wieder Advanced Plastic bis zum Umfallen. Ja, genau. Das will ich damit sagen. Und ja, wir alle wissen. Was ich vorhabe. Da, meine Phase. Ich werde alt. Können wir später noch machen. Wir ernten später ja sowieso noch Titan. Hier haben wir einen großen Raum, der jetzt frei ist, ne? Komm, gleich Schneiderei oder so, mal schauen. Auf zu springen, komm raus. Oh Gott! Das ist an diesen. Die Runenpflanzen sind eigenbeleuchtet übrigens, oder so ähnlich. Einzelpixel-Lichtsetzung, was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas, was es extrem schwierig macht. Ich will ja Take All drücken, aber dann drehe ich dabei dummerweise auch das raus, was hier drin ist. Eine 1 und das will ich jetzt nehmen. Bräuchte ich jetzt überhaupt gar nicht machen, ist vollkommen überflüssig, aber es ist schön, dass wir uns mal damit unterhalten nebenbei. Deswegen kann man so immer gucken, ob noch was drin ist. So, was hier noch? Nichts, gut. Also, nochmal zur Überlegung. Wir sind immer noch nicht weiter, was wir hier reinbauen sollen. Hier ist ein Raum frei. Das war jetzt falsch. Ich wollte doch erstmal darüber. Da kommt auch noch eine Tür rein, keine Sorge. Gott! Roll the ball. Das nervt. Klatsch. Frage ist, was jetzt... Also auf jeden Fall irgendwas, woran es uns andere Soßen mangelt. Interface-Chip. Was? Braucht kein Mensch. Mac-Assembly-Hum braucht Proton-Limiter. Ich hasse euch. Dann müssen wir es mal holen. Greenhouse. Silberbarren, Copperwire. Ihr mich auch. Schon wieder Copperwire? Das kann doch nicht sein, ey. Das ist ein Verschleiß hier. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht das Ding hier. Fertig. Ball muss ja sowieso hier am Ende. Trinkchen scheiße, das hier nichts. Oh ne, hört auf zu funkeln. In meine Inventar. Die Schöne hat gefunkelt in meine Bauch. Was? Okay, bis hier. Reicht das mal für drei Räume? Ihr würdet es vermissen, wenn ich es nicht machen würde. Wir sind immerhin schon bei 38 Minuten. Ne? Wir haben einen Raum gebaut. Wir sind noch weit vorangekommen, finde ich. So. Die anderen sind jetzt halt wenig. Wir brauchen jetzt eine Core, wenn Option. Hat aber oben keinen Anker. Large Core noch viel weniger. Und vor allem keinen Zugang. Core noch nicht. Wir könnten einen einfachen Durchgang machen. Ach, der Zugang oben blockiert das dann. Ne? Ja, okay. Weißt du, weil ich denke, außer wegen links. Residential Chef? Also aber von links rangehen. Ich kann hier auch einen einfachen Durchgang hier machen, gut ist. Oder wieder eine Junction, aber nee, das machen wir nicht. Dann haben wir hier unten nämlich mal einen Raum frei, der nicht automatisch geblockt ist von irgendwas. So. Was kostet das? Schon wieder viel. Egal. Wofür? Weiß kein Mensch, hier machen wir ein Badehaus drin oder so. Ich möchte die Raumstation mal im Großen gerade sehen, fällt mir auf. Das machen wir jetzt auch mal. Das ist doch mal. Wie war das? Halt und Zeit oder so ähnlich?
Ja, ist ein bisschen leer, ne? Und so. Ein bisschen random. Ich glaube, neben dem Chor brauche ich gleich noch einen großen Chorraum da rechts. Eigentlich wollte ich ja Chor, Durchgang, Chor, also die großen, ne? Hatten wir nie irgendwo einen einzelnen Chorraum auch gebaut? Immer nur 3x3, oder? Mein Gott, ist das der Greenhouse? Wir könnten über dem Greenhouse einen einzelnen Chor basteln, fällt mir gerade auf. Aber was rein und dann noch ein Durchgang, wieder mit Solardingern oder so? Meine Option wäre es und dann rechts Lager oder so. Oder wir lassen unten die Dinger verarbeiten und oben kommt es dann an oder sowas. Wäre auch eine Option. Ich würde ja gerne den Mauszeiger jetzt bewegen. Ah, ich weiß nicht, ob ihr den gerade seht. Ne, im Spiel nicht. Gut. Egal. Also. Links haben wir unseren MacBD, die keine Sau interessiert, der Eingang. So, dann haben wir unseren Standardkern, den wir auch nicht ändern können. Wo Schwerkraft definiert wird, wo der Transporter ist. Wir bauen mehrere ein, keine Sorgen. Darunter, die Viecher kommen weg, dann werden da mal ein paar richtige Residential rein, was auch immer mir dazu einfällt. Mit schönen Blöcken oder so, Färben, da wird schon was draus werden. Da haben wir ein paar Untermieter drin, da müssen richtige Türen auch rein, so wie darunter die Etage. Meine Waschmaschine ist fertig, schön. Das ging schnell, das kann gar nicht sein. Egal, gucke ich gleich nach. Da kann ich nicht mit trockenen Eimern nach 30 Minuten fertig sein. So, dann haben wir unseren Gewächshaus, unser temporäres. Mit unseren Runenpflanzen, die wir gleich noch verteilen werden, schön in der nächsten Folge. Oder auch nicht, mal schauen. Wir haben das Mini-Gewächshaus, wo wir eigentlich die ganzen Silber, Titanbahnen und so weiter da rein noch hinstellen könnten. Oben das Gewächshausding rausreißen, das kommt dann nach links rein. Aber zwei Etagen, aber das schöne Glasfenster ist halt schade drum, sieht schön aus. Daneben der Solargang, den kein Mensch braucht. Mir ist die Anzeige völlig wurscht. Sehe ich eh nicht. Rechts kommt jetzt unsere Fabrikationsanlage. Die könnten wir theoretisch auch oben in der Etage, ihr seht ja quasi plus 1 da, wo die Verbindungsjunctions sind, die wahrscheinlich so kein Mensch brauchen wird. Da cornern wir vielleicht oben drüber nochmal, dass wir nochmal so ein. Ne, von unten sieht es aus wie so ein W, von oben kommt das entgegengesetzte W rein, da haben wir nur so eine Gänge. Könnte man Einzelwohnung rein oder was weiß ich, aber egal. Lagerkisten. Die Barren wachsen, wie wir sehen. Auch in der menülosen Ansicht schön. Aber den ganzen Fabrikationen rechts, wo machen wir unsere Schneiderei? Apropos, da unten rechts den Raum, den wir gebaut haben, da könnten wir jetzt die Schneiderei reinbauen. Ein paar Mannequins hinstellen, passt schon. Für die Schneiderei bräuchten wir in der Nähe Cotton Wool oder so. Das könnten wir oben drüber in dem Raum. Will ich eigentlich nie. Im Durchgang könnten wir jetzt B von den Dingern oder so, das geht, oder? Und dann ist gut. Dann haben wir, was machen wir unten links? Residential Chef können wir noch innen machen. Da haben wir da immer unsere Leutchen, die wir alle nicht brauchen. Da ist da ein bisschen mehr los. Dann bräuchten wir aber daneben irgendwas für die Tiere. Die würde ich gerne nach unten verfrachten. Am besten unter uns, die zwei Etagen, da könnten jetzt irgendwas für Tiere reinkommen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber vielleicht fällt mir ja was ein. Nochmal so rumspielen. Ist ein bisschen zu nah dran. Oh. Blei. So, jetzt wieder zu mir zoomen. Dankeschön. Ein bisschen ernten gehen. Kann man immer mal machen. Ressourcen wachsen ja Gott sei Dank. Na, ist ja nur gut mit dem Lag. Was machst du hier hinten? Egal. Du gehst ans Labor. Schön. Die haben eine Sprungkraft. Das ist unglaublich. Wie können die weiterspringen als ich? Finde ich beleidigend. 800 Ancient Essence mit einmal. Das war jetzt die 1 zu 10 Chance. Sehr schön. Ne, nicht so hängen hier. Das wäre echt gerade ich. Ein paar Bottles können wir mal gebrauchen für unsere Alkoholproduktion. Falls uns mal zwischenzeitlich das Geld ausgehen sollte, warum auch immer. So, was habe ich gesagt? Was kommt hier oben hin? Also die kommen dann runter. Da oben haben wir noch gar nichts Festes geplant. Ne? Unsere Schneiderei kommt dann nach links. Und habe ich genug für 1600. Ja, eine Ancient Essence kommen wir kurz mit. Welche ist mir egal. Du da bist gerade frisch geerntet worden. Also, zack, raus mit dir. 800. Rechts für 2? Nee. Definitiv nie, weil es braucht 1500 oder so. T4, Dankeschön. Gibt es noch eine T5? Dann drehe ich durch. Nee, schade. Aber immerhin, wir kommen
Könnten leider noch einer. Was wir auch sofort machen werden. Auf T3. Weil wenn 800 das Maximum ist, ja schön. So, jetzt haben wir 3 auf Stufe 3, einen auf Stufe 4. Ich mag es wirklich. Nein, wie viel kriegen wir? 4. Oh ja, besser als nichts. So, hör damit. Die werden wir auch umpflanzen beim nächsten Mal. Oder umgestalten, oder wie auch immer. Du kommst mit hier rein. Irgendwo. Und du kommst mit gleich daneben. Wirkliches Fullrupen auch gleich raus. Später. Jetzt noch mal anderen. Bisschen ernten, warum auch nicht. Oh, diese Wolken links und rechts vor den Augen. Also nicht im Spiel, sondern wenn man die Balkonfenster leicht. Fensterzeichen. Balkontür, das Licht durchsiebert, ist schon ein bisschen anstrengend auf den Augen. So, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Wir haben schon Überlänge. Bis dahin. Xenout.